Also ich bin Balian Buschbaum. Ich komme heute den langen Weg aus Aschaffenburg extra zu euch, weil ich heute bei Alles, was zählt, eine Gastrolle bekommen habe. Und das Coolste daran war, Balian Buschbaum spielt Balian Buschbaum. Ich bin von Beruf Autor, also ich liebe es zu schreiben. Und das Tollste war natürlich, was mir so in die Hände gespielt wurde, dass ich mir einfach eine Szene auch aussuchen durfte, wie ich so meinen Lebensweg beschreibe. Und ich durfte sie selber schreiben. Das heißt, ich habe auch am Drehbuch mitgearbeitet. Das war das erste Mal, dass ich in einer TV-Serie mitgespielt habe. Und also für mich kam es irgendwie so vor, als würde ich das öfter machen. Auch so die Schauspielkollegen und Kolleginnen. Die waren alle gut drauf, auch entspannt, also haben es mir sehr leicht gemacht. Also es war eine gute Atmosphäre. Ich habe eine Anfrage bekommen von Alles, was zählt, ob ich nicht Lust hätte, einfach im Rahmen der Diversity-Woche. Ich habe gar nicht lange überlegt, weil ich schon wusste, Mensch, das ist einfach ein gutes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben einfach auch gesellschaftlich eine Verantwortung, dass wir aufklären, dass wir einfach so ein bisschen Bewusstsein, neuen Horizont reinbringen. Und das war mir auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Diversity geht uns alle etwas an, weil wir alle divers sind. Ne? Also gerade wenn wir jetzt heute ans Set gucken, wie unterschiedlich wir sind, ne? Also unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche, egal, ob das jetzt die Augenfarben sind, die Größe. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach miteinander im Respekt umgehen und auch vor allem die verschiedenen Fähigkeiten, und ich meine, das ist ja die Vielfalt, die wir eigentlich alle leben sollten, dass wir sie da einsetzen, wo sie auch gebraucht wird. Also für mich ist Diversity, das ist Respekt, das ist Horizonterweiterung, das ist gelebte Intelligenz. Also ich muss leider gestehen, dass die Film- und Fernsehbranche noch nicht so weit ist, dass wir sehr divers aufgestellt sind. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir viele Role Models nach vorne schicken, dass wir viele einfach unterschiedliche Menschen haben, die auch in ihrem Leben authentisch, sage ich mal, die Vielfalt leben, und dass es eben nicht nur eine Eintagsfliege oder so eine Eintagswoche ist, wo wir mal Diversity feiern, sondern dass das die Regel werden sollte. Dass einfach verschiedene Menschen in verschiedenen Positionen auch in der Fernsehwelt eingesetzt werden, weil das hat ja auch was mit Vorbildfunktionen. Dass einfach Menschen sich orientieren können, dass sie sagen können, Mensch, guck mal, ich bin vielleicht so und so anders, aber der auch und der ist beim Fernsehen oder die auch und die ist beim Fernsehen. Und das ist so wichtig, also das dürfen wir nicht unterschätzen. Da haben wir einfach auch einen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Ich glaube, das Schönste ist immer, die Feedbacks zu bekommen, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch mein Buch gelesen hat. Also warum Diversity uns alle angeht, ist ja das Buch, was jetzt im Februar erschienen ist. Und ich habe jetzt schon so viele Rezensionen einfach auch geschickt bekommen, wo ich merke, da sind die Leute mit dem Herzen dabei. Also die spüren meine Geschichte, die spüren, warum Diversität einfach auch wichtig für uns alle ist. Und sie lassen es mich wissen, und dafür bin ich so dankbar, weil das ist so schön. Manchmal wache ich auf und lese dann irgendwie eine E-Mail, die zu mir reinflattert, denke mir, das war alle Mühe wert. Und das ist das schönste Geschenk.